Hola, Jungs. Was geht, Leute? Was machst du denn hier? Was geht, Jungs? Hola. Alles klar bei euch? Machst Hallo. Du Fitness? Machst du Fitnessstudio-Sachen? Du bist ja mal auf, kurz. Krass, du bist ja voll krass, der Lutscher. Ja. Für mich bist du krass, Alter. Wow, wow. Whoa, way, yo, baby. Woohoo. Geil. Hola, oh, Senorita. Ja. Schon hey, die kennst du. Guck dir die mal an. Hey, Jungs, mal ein bisschen mehr Respekt für den Frauen, ja? Ich habe doch Respekt, ich habe den größten Respekt. Ich liebe mal deine Rüstung Frauen, meine Passion. Was los mit dir? Oder wurdest du gefriendzoned, dass du jetzt hier auch beschätzt machst? Sag mal. Meine Probleme, hör mal zu, sie sagen. Hör mal zu, meine Kleine. Darf ich anfangen? Nein. Okay, entspann dich. Alles gut, Jungs. Wir gehen wieder weg. Vagos por vida, Jungs. Ihr wisst das, oder? Alles gut. Egal wer du bist. Nein, nein. Du bist respektlos. Ey, ich habe nichts damit zu tun. Ich habe nichts damit zu tun, okay? Bitte knall mich nicht ab. Du bist respektlos. Ihr beide bleibt jetzt mal hier. Ey. Ja, okay. Beide erstmal die Hände hoch. Okay, warte. Die Hände hoch. Hey. Jetzt reicht's hier aber. Beide die Hände hoch. Hey. Jetzt reicht's hier aber, mein Freund. Also, ich möchte, dass der hier mal die Schnauze ist, okay, Leon. Und was ist, wenn ich sie sage, dass ich sie kenne? Und dass sie gebe ich die Hände? Wie gebe ich die Hände? Wie gebe ich die Hände auf meine Kopf? Wie mache ich das? Schwester ist. Ja, und ich habe... Warum ist Chat so leer? Chat, wo seid ihr? Zerbaut mal ein bisschen Welle. Da glaubt, glaube ich, jemand nicht daran, dass wir noch ein paar Zuschauer hier übrig haben. Lüg doch jetzt nicht, Alter. Ey, amigo. Lüg doch jetzt nicht. Er soll die Hände hochnehmen. Hab ich doch. Der ein Typ da. Wie? G-H-Muskel, G-Muskel. Lass ihm seine Zeit. G-Muskel und dann? Dann Spezialmuskel. Ich und welche Muskel bereit. Dann? Und dann Hände hochmuskel. Okay. Oh. Wer singt hier? Du singst gleich meine okay, Namen. Okay, hab ich. So, Jungs, Peter, jetzt hört ihr mir auch wieder zu. Komm, jetzt sag ihm mal, dass wir jetzt mal kurz die Klappe halten, alle Peter. Ist das möglich? Ja, nein. Du weißt Klappe doch. Halten. Schnickknack, letzte Nacht, als du besoffen warst, als ich abgefüllt habe. Jetzt recht langsam, Minion. Du warst doch voll drauf, Alter. Was laberst du, Alter? Ey, Hamudi, du kannst das doch auch so reden wie die. Wie das denn, Mann? Was redest du? Hamudi, du kannst doch auch so reden wie die. Was sollen wir jetzt machen? Die Fresse halten, Junge. Ja, was los? Okay, ich bin leiser. Hamudi, du kannst doch auch so mit dir reden. Rede doch deren Sprache, die wir so mit dir reden. Dreht euch einmal um. Also, du wirst doch heute gesagt haben. Ey, ja, okay. Auf, bist du ein Mann, ja oder nein? Ey, du sollst die Schnauze halten. Ist dein Wort was wert hier oder nicht, Digga? Die Schnauze drehen. Ob dein Wort was wert ist, dann bist du es. Dreh dich um, Alter. Also, nicht du besser. Du sollst die Schnauze halten. Hey, ich hab doch gar nichts gesagt, du. Ich nehme das Hört euch beide gleich an, verdammt. Tut mir leid. Ja, wir hören uns gleich an. Nein, ja, dann halt die Klappe jetzt. Wir hören uns gleich an. Hey, wieso schlägst du schon wieder mich? Ich hab doch nichts getan. Was wird das? Was soll das jetzt? Jungs, was war denn das jetzt? Die hören nicht, also weg. Was denn das jetzt schon wieder hier? Man ist einfach, man spawnt im Krankenhaus und kann jetzt sich eine Behandlung holen. Das ist einfach, das ist genial, ne? Wir waren frech und die haben uns da eiskalt einfach abgeknallt. Haben wir auch verdient. Wir waren da frech, die sind ihrer Rolle treu. Das ist schon fast wie auf Hardcore-P-Servern. Die sind ihrer Linie treu, fackeln da nicht lange, dies, das. Und wir haben jetzt verloren, das EP. Und jetzt müssen wir wieder von Null anfangen quasi. Atemberaubend. Jetzt mal kurz hier, ich fühle mich beschissen. Jetzt redet man mit ihm, ne? Kurz einen Anruf entgegennehmen von ich bin live, Bruder, ne? Dass du Bescheid weißt, ne? So, und jetzt, Leute, läuft das System. Weil kein Spieler da ist, läuft das automatisch durch den NPC ab. Müssen wir jetzt und hier jetzt warten, wird man jetzt wird man stückchenweise geheilt. Man kann vorher nicht das MD verlassen. Also wirklich krass durchdacht, das Medic-System hier. Damit die Leute auch ihr Leben wertschätzen, ne? Wenn man da dieses hochqualitative Roleplay hat, dann ist halt kann man direkt raus. Und wenn man mit NPC halt nur agiert, muss man halt ein bisschen warten. Und es füllt sich halt die Lebensanzeige. Ne? Und hier warten dann halt auch noch andere im Dings. Ne? Ja. Hallo, kannst du mich behandeln vielleicht? Das wäre sehr nett. Kannst du uns behandeln? Wäre sehr nett. Oh. Gracias. Mir auch, bitte. Danke. Küss dein Herz. Ja, ihr seht, Leute, also ich sag ja, wenn mein Medic da ist, das RP ist krass. Die reden da mit dir. Die reden mit dir, der Medic. Wir hatten da das RP gehabt. Ja, auf Family ist halt nur so, wie heißt es so, du gehst halt zum Medic und... Ja, halt tamam, der hat Family sein, ja nee, auseinandergenommen. Okay, tamam, wir haben ihn verstanden. Family Life ist Bruch, Grant ist das Beste. Ich hab doch verstanden jetzt. Registriert euch jetzt endlich auf Grant, damit er seine Fresse hält. Ich bitte euch. Ich bitte euch, registriert euch nicht, der hat mir den Kopf gekriegt. Am
Amigo, trommel alles zusammen, wir wurden angeschossen. Von wem? Ey, Jungs, wir müssen in Krieg sehen. Wir müssen in Krieg sehen. Also, Jungs, wir haben ein Problem. Erzähl. Wir müssen in Krieg sehen. Gegen irgendwelche Ampelmänner auf die East Highway, Mann. Die haben uns gerade angeschossen. Haben die eine Farbe? Nein, leider nicht. Wir sind an den Kanälen anscheinend. Ja, kommt ihr mit? Vier Personen reichen, wenn wir zu viert dahin fahren. Wir sind beim Barrio. Ja, eben kurz Waffen raus oder nicht? Kommt, Jungs. Steig ein, Amigo. Mein Zwillingsbruder, wieso schaust du aus wie ich? Tschüss. Steig doch einfach ein und in meinen Kopf, Amigo, komm. Wir müssen jetzt Schepare machen, Schepare. Ich hole mir noch Weste von unserem Lager. Genau, Westen. Ich glaube, Lager ist zu. Wie Lager ist zu? Ist das System, das Lager ist zu, weiß auch nicht. Ich bin full equipped, Leute. Okay, Jungs, vamos. Guck mal, Jungs, wenn man die alte Hut sieht im Vergleich, also... Nein, ist das Geld nicht wert gewesen und die Arbeit. Die Hut ist viel geiler. Die ist voll krass. Die ist richtig krass, die flasht mich richtig intensiv. Auch hier links der Müllcontainer ist richtig krass. Aber ich hab Angst. Salami, Abudi, Mann. Und was los, mein Sohn? Es geht ab, Mann. Nix, wir müssen die Schäfer haben. Digga, wie fährst du? Ey, sorry. Bist du verrückt? Das ist Grand, du bist hier nicht Family. Du kannst nicht einfach VDM machen. Das war keine VDM, Amigo. Ich habe das keine Absicht gemacht. Ja, gut. Aber pass auf. Bro, fährst du gerade zu Mio? Hä? London? Nein, ich fahre dahin, wo die auf uns geschossen haben, Amigo. Aha. Okay, Amigo. Hey, wieso sehe ich das Tacho nicht? Ah, hier. Okay, wir sind gleich da, Jungs. Vamos, vamos. Ich glaube, die fahren gerade in die Innenstadt. Die hauen gerade ab. Das sind die, ne? Ja, das sind die. Das waren die. Die Sonne, guck mal durch da hinten, Jungs. Sag mal, wer das Funk ist. Komm durch, die fahren runter gerade. Geradeaus, runter. Durchbrettern. Da sind die. Ey, sofort aussteigen, ihr Freunde. Sofort aussteigen. Nee, das sind die von. Warte. Weiter noch? Doch, das ist die Puta. Das ist diese Puta. Steig mal aus. Ja, das ist der. Das sind die. Steig mal aus! Schieß auf die! Okay, einsteigen, vamos! Das ist EP, krass. Baba EP. Okay, lass den nächsten suchen, weiter. Fahrt weiter, Junge. Vendetta EP, gib ihm böse. Sehr gute Arbeit, Jungs, ich bin stolz auf euch. Da! Das sind die, glaube ich. Das waren die. Aussteigen oder der Skrall. Sehr gute Arbeit, Jungs. Ey, das war so krass tasty gerade, ne? Ja, ich muss da ganz kurz mal sagen, das war wirklich, oh mein Gott. Ey, Leute, wenn ihr auch mitmachen wollt, auch ein Teil der Familie werden wollt, kommt auf den Server. Gänsehaut. Wir sind alles eine Familie, Chat. Wow. Vergesst das nicht. Wir sind alles eine Familie. Wie die Rache passiert ist und so, wie sich das aufgebaut hat. Ey, zu krass. Grant lebt, Chat. Grant lebt. Grant lebt, Alter. Soll doch mal jemand sagen, man hatte keine Action und keinen Spaß, Alter. Krass. Alles gut, Jungs. Wie tasty mein Leben geschützt hat, Rückendeckung gegeben hat und so. Ja, Bro. Digga, ist zu krass. Ich hab da ganz klar den Right Peak Portal geholt, Digga. Ja, der Headfish hat auch noch gut mit. Digga, hier beigesteuert. Ist die Familie auch wirklich eine Familie auf dem Server. Wisst ihr, was ich meine? Woanders, die gehen nur rein, um Gambo mitzumachen, Fanboys. Digga, hier ist. Wir achtet man aufeinander. Ist zu krass. Server 3 sind wir, Server 3. 15 Grand Points for free. Bis Montag. 5 Stunden Gameplay nur. Zu krank. Okay, Digga. Jetzt nehmen wir die Ghetto auch noch auseinander. Komm. Komm, wer will Krieg? Da vorne die. Darf man da schon schießen? Ja. Yeah. Hey, da vorne, Digga. Ja, los, achso, komm, die Finger. Da ist keiner. Die scheppern die, doch, hinten auch bei den Unicorn. Du hast kurz Distanz eingestellt. Okay, scheppen.
Hände hoch und der Tod, 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 Hände hoch und der Tod. Funktionslärm. Tschüss, Mann. Versteck dich. Hochstehen. Oben, 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 Jungs! Vamos, 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 vamos! Sie fallen wie die Fliegen, die Fliegen! Sie fallen wie die Fliegen! Vamos! Vamos, Jungs! Vamos! Andere Seite, andere Seite! Oh mein Gott, nein! Nein! Ich lebe wieder. Oh, Scheiße. Der Bonus ist real. Okay, ich ergebe mich. Okay, ich ergebe mich. Nein! Ich hau ab, ich hau ab. Ja, schade. Schnell in die grüne Zone laufen, laufen, Freunde. Ihr wisst, wie der Hase läuft. So, Freunde, nicht vergessen, ja, falls ihr auch Teil dieses ganzen Spektakels sein möchtet, dann stellt Ausrufezeichen Grant in den Chat. Registriert euch gerne auf diesem Server. Sehr, sehr wilde Nummer, was hier abgeht. Ich sag's euch ehrlich, ich halte mich schwer zurück, nicht die Kinobalken zu aktivieren bei meiner OBS-Szene, weil es schon ein hartes Kino-Feeling ist aktuell. Also, Gänsehaut ist hier vorprogrammiert.